Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, ihr hört, meine Stimme ist immer noch etwas angeschlagen. Trotzdem möchte ich heute ein Video machen. Und zwar, wie schon angekündigt, über das HP Stream 7. Nicht im Speziellen über dieses Gerät. Ich will jetzt keine Review mit euch machen. Sondern, wie ihr vielleicht schon oben im Titel gelesen habt, möchte ich einfach mal die Frage klären, warum sich Windows 10 zumindest auf Mobilgeräten überhaupt nicht durchsetzt. Fangen wir dazu mal nach dem Intro an. Viel Spaß. Ja, zunächst einmal muss man ja eigentlich positiv sagen, dass Windows mit der neuen Einführung von Windows 10 einen großen Schritt gewagt hat. Und zwar haben sie alle Geräte gleichermaßen versucht, aufeinander einzustellen. Das heißt, ob ihr jetzt eine Xbox habt, einen Windows-PC, ein Windows-Phone oder eben so ein Windows-Tablet hier, ihr habt da auf allen quasi dasselbe Windows 10 laufen und seht auch dieselbe Oberfläche. Auf dem Tablet und Mobilgeräten habt ihr eben diese Kacheloptik, die ja bei Windows 8.1 auf den Desktop-Geräten noch ein bisschen mehr vertreten war, mittlerweile etwas in den Hintergrund gerückt ist. Ihr könnt aber auch bei den Tablets eben, wie bei diesem Stream 7, den Tablet-Modus deaktivieren und dann habt ihr ein vollständiges Windows auf diesem Computer laufen und könnt so wie auf jedem anderen Desktop eben auch Programme installieren. Was sich zunächst mal natürlich super cool anhört, gerade wenn ihr jetzt unterwegs seid und meinetwegen Architekt seid oder so und euren Kunden da irgendwas präsentieren wollt, dann macht das natürlich schon Sinn, die komplette Software installieren zu können. Und dafür ist es eben super, super praktisch. Man muss keinen Laptop mehr mit sich rumschleppen, sondern man kann eben dieses kleine Tablet hier benutzen. Jetzt mag man sich natürlich fragen, warum setzt sich das dann nicht durch? Theoretisch ist es natürlich ziemlich, ziemlich cool. Praktisch gesehen hat es aber auch seine Nachteile. Und zwar ist diese Kacheloptik einfach, naja, sagen wir mal, designfragwürdig. Wenn ihr jetzt euch mal Android anschaut oder iOS so im Vergleich, dann fragt man sich natürlich schon, warum das Ganze komplett anders aussieht und so gut funktioniert. Und ich würde sagen, es liegt eben einfach an diesen nicht zu groß, aber auch nicht zu kleinen Buttons, die sehr, sehr gut erreichbar sind. Man hat eben diesen Homescreen, den man durchwischen kann und so. Da sind die Kacheln einfach nicht schön genug für, finde ich. Die sehen einfach nicht schön aus und sind nicht so schön anzufassen. Allerdings ist der ausgeschaltete Tablet-Modus dahingegen nochmal schlimmer. Denn ihr habt wirklich ein komplettes Windows-System darauf laufen und wer Windows mal mit einer Maus bedient hat, weiß, dass man mit der Maus natürlich super die Knöpfe erreichen kann. Versucht das Ganze aber mal mit dem Finger, selbst auf so einem Bildschirm wird es schon schwierig. Habt ihr jetzt allerdings so einen Bildschirm, auf den das ganze Bild zusammengequetscht wurde, werden die Knöpfe nochmal kleiner. Und diese dann mit dem Finger zu erreichen, ist so gut wie unmöglich. So, und wer dann noch ein bisschen dickere Finger hat, der hat eben überhaupt keine Chance mehr, Windows vernünftig auf so einem Tablet zu bedienen. Und das ist eben schon mal ziemlich, ziemlich nervig. Außerdem gibt es nicht besonders viele Apps. Wer nämlich sagt, ja okay, dann benutze ich halt nur den Tablet-Modus oder eben nur das Smartphone mit Windows, der hat da auch ein kleines Problem, denn so viele Apps gibt es gar nicht in diesem Store. Um jetzt mal ein paar Zahlen zu nennen, 2015 hatte der Google Play Store 1,3 Millionen Apps, der App Store 1,2 Millionen Apps und der Windows Store, nur so im Vergleich, 300.000 Apps. Ihr merkt schon, da sinkt die Größe relativ schnell. Und als Entwickler ist es natürlich auch überhaupt nicht interessant, für den Windows Store eine App zu entwickeln, weil es gibt überhaupt keine Kunden dafür. Der Markt ist viel zu klein, viel zu wenig Leute haben eben ein Gerät, auf dem Windows Phone läuft. Dementsprechend macht es aber auch für Kunden überhaupt keinen Sinn, sich so ein Gerät zu holen. Und so schließt sich eben dieser Kreis. Für Windows lohnt es sich nicht, so viel Geld da reinzustecken, weil es eben nicht genug Käufer gibt. Und die Käufer kaufen nicht, weil es eben nicht genug Entwickler gibt. Das ist eben das große Problem. Dazu kommt noch, dass die Apps, die jetzt schon in diesem Windows Store sind, nicht unbedingt die tollsten sind. Und vor allem, dass jetzt erst letztens überhaupt Apps vernünftig designt wurden. Bis vor einem halben Jahr, als ich noch das Lumia 550 hatte, auch ein Windows-Handy, das ich jetzt mittlerweile verliehen habe, war es noch so, dass Apps so aussahen wie die Version 1.0 auf beispielsweise dem iPhone. Und das im Jahr 2016 ist schon wirklich, wirklich schade. Mittlerweile sind wir in 2017 und die Apps haben sich zumindest ein kleines bisschen verändert, sehen jetzt mittlerweile ein bisschen ansehnlicher aus, aber auch noch nicht alle. Die großen Hersteller haben eben dieses Update jetzt gefahren,
aber trotzdem ist es immer noch nicht gut geworden. Dementsprechend würde ich euch nur ein Windows Phone Gerät oder überhaupt ein Windows Tablet empfehlen, wenn ihr euch sicher seid, was ihr da tut, wenn ihr unbedingt Windows-Programme auf einem Tablet ausführen wollt. Dafür ist es nämlich sehr, sehr praktisch und auch da habe ich einen kleinen Test gefahren und habe einfach mal mit einem Micro-USB auf USB-Adapter, einem USB-Hub, wozwischen ich noch einen USB-Stromadapter geschaltet habe, damit das Ganze genug Strom bekommt, habe ich einfach mal eine Webcam, eine Festplatte, einen USB zu VGA-Adapter und eine Capture-Card angeschlossen, um mal auszutesten, was da alles funktioniert. Und all diese Geräte haben komplett funktioniert, wie man es fast gar nicht erwarten würde. Mit keinem anderen Tablet würde das so funktionieren. Aber dadurch, dass eben hier ein komplettes Windows 10 drauf läuft, ist das ohne Probleme möglich, auch die Treiber für die entsprechenden Geräte zu installieren. Was die Leistung des Tablets angeht, ist das natürlich noch eine andere Frage. Aber Windows hat das schon relativ gut optimiert. Also für dieses Tablet hier zahlt ihr, glaube ich, 100 Euro. Und dafür funktioniert das Windows darauf wirklich absolut genial. Gut, das war's dann auch schon von meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann nächste Woche wieder, hoffentlich mit einer vernünftigen Stimme. Wenn ihr Lust habt, euch trotzdem noch weitere Videos anzuschauen, könnt ihr euch hier mein letztes Video, hier ein für euch angepasstes Video anschauen. Hier könnt ihr meinen Vlog-Kanal abonnieren und hier meinen Hauptkanal. Bis nächste Woche Mittwoch um 16:30 Uhr. Haut rein und ciao.